sitze ich hier mit meinen beiden Wacholder-Literaten und frage mich, wann hatten wir eigentlich den letzten Quickdrop? Der ist ewig her, oder? Also von daher begrüße ich euch jetzt mal bei Hi, bei My Bonsai and Koi. Und heute gibt's einen Quickdrop. Und ja, welche meiner Bäumchen könnten da prädestinierter sein als die zwei Wacholder-Literaten? Denn die hatten schon 3 Auftritte im Quickdrop. Begonnen hat das Ganze, ich hoffe jetzt, ich kriege die Reihenfolge nicht, bringe die nicht durcheinander, mit dem Kleinen. Das war Bonsai 2020, Strich, ich muss spickeln, 43, Quickdrop Nummer 3. Dann ging es weiter, Bonsai 2021, Strich 5, da ging es um den großen Wacholder. Das war Quickdrop Nummer 7 und dann gar nicht so viel später, Bonsai 2021, Strich 11. Da habe ich beide, meine ich, dann umgetopft. Und das war Quickdrop Nummer 8 und der war im Februar diesen Jahres. Und diesen Jahres, ganz kurz, wir haben Anfang November und natürlich werde ich jetzt nicht umtopfen oder sonst irgendwas machen. Nein, ihr seht, an beiden Bäumchen ist noch der Draht dran. Und ich möchte jetzt einfach den Draht entfernen. Mir ist das Ganze, so ein Stückchen schon zu heiß. B, möchte ich natürlich sehen, ob die Bäume so ihre Form halten, ohne den Draht. Und, ich möchte sie einfach mal ohne Draht sehen und ohne das schwarze Zeug hier. Und deswegen machen wir jetzt im Quickdrop, der ja viel Arbeit und nicht ganz so viel Gelaber beinhalten soll, werde ich Folgendes tun. Ich werde beide Bäumchen vom Draht befreien. Dann werde ich vor allem bei dem Igelwacholder hier, der größere Literat, werde ich mal ein Stückchen zurückschneiden. Beim Draht werde ich mal schauen, wie er aussieht, wie nah ist er dran an der Rinde, besteht die Gefahr des Einwachsens. Wenn nicht, werde ich Passagen davon auch dran lassen, vor allem hier im oberen Bereich, weil da möchte ich ein kleines wenig neu gestalten. Und beim Kleinen ebenfalls der Draht weg. Auch hier schaue ich, wo ich ihn eventuell dran lassen kann. Ausdünnen, weil ihr seht, der ist super gut gewachsen in diesem Jahr. Also der sieht mega gesund aus. Und dann würde ich sagen, lasst uns den Quickdrop doch einfach mal beginnen. Ihr wisst, wie das läuft. Ich schneide meine Aktivitäten zusammen. Und am Schluss schauen wir uns die beiden Literaten nochmal gemeinsam an. Thank you.
glaube, das Video ist ein etwas längerer Quickjob, aber die Minuten spielen doch eigentlich gar keine Rolle. Viel wichtiger ist doch das Ergebnis. Und das will ich euch noch so kurz erzählen, was mich geritten hat bei den Aktionen, die ihr gerade gesehen habt. Fangen wir mit dem großen Wacholder an. Hier unten habe ich diese großen grünen Bereiche weggemacht. Vom einen habe ich mich komplett getrennt. Hier habe ich so einen kleinen stehen lassen, so als Insel zwischen diesen beiden Totholzelementen. Die Totholzelemente auf dem Weg hier nach oben habe ich mit jenen Mitteln bearbeitet. Und hier oben, falls ihr es vermisst, ich habe das gar nicht gefilmt, dieses kleine Ringelschwänzchen da oben, von dem habe ich mich getrennt, das hat mir nicht mehr so gut gefallen. Getrennt habe ich mich auch von ziemlich viel Grünmasse und das hatte zwei Gründe. Grund Nummer eins, die Ästchen waren schon sehr, sehr lang und bei dem Wacholder ist dann so, der ist vorne grün und auf dem Weg zum Grün da vorne kriegt er braune Nadeln. Sieht nicht schön aus und wird auch einfach zu groß. Aber es gibt hier ganz, ganz arg viele kleine Triebe und deswegen habe ich mich zu diesem ziemlich heftigen Rückschnitt entschieden. Und das war der eine Grund. Der andere, ja, so ein Literat, gestalterische Gründe oder ein gestalterischer Grund, der sieht ziemlich karg aus. Ja? Und hier viel Grünmasse passt doch überhaupt gar nicht zu diesem dünnen Stämmchen hier. Und so habe ich mich schon zu einem etwas lichteren, aber ich finde sehr charakteristischen Rückschnitt hier oben entschieden. Beim kleinen bin ich nicht ganz so rigoros vorgegangen, aber auch hier sind ein paar Ästchen gefallen und ich bin mit der Lösung jetzt gerade mit diesen drei Ästen nicht ganz glücklich, hatte jetzt aber auch nicht wirklich die Idee, was ich damit machen soll, aber ihr habt es ja gesehen, die sind alle noch unheimlich biegbar oder biegsam und von daher, ja, es ist ein Prozess wie bei jedem Bonsai bei mir im Garten und jetzt lassen wir ihn mal nächstes Jahr wieder wachsen und dann schauen wir nochmal drauf. Ah, apropos drauf schauen, auch ein gutes Stichwort. Ich habe in meinem Fotoarchiv hier zu diesem großen Wacholder ein Bild gefunden aus dem August 2018. Das schmeiße ich jetzt dann im Abspann noch kurz rein. Danach nochmal, wie er jetzt aussieht. Und da finde ich schon, in den etwas mehr wie 3 Jahren hat der Baum eine ganz gute Entwicklung gemacht. So, jetzt machen wir aber Break, Ende. Und ich sage erstmal danke, dass ihr auch bei diesem Quickjob wieder mal mit meinen Literaten dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein klein wenig gefallen. Wenn ja, ihr wisst, lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit den Literaten weitergeht, wie es mit Quickjobs weitergeht, aber ich denke, die nächsten erstmal ohne Literaten, dann drückt doch da unten irgendwo bei YouTube aufs Abo. Dann verpasst ihr gar nichts bei My Bonsai & Koi. Und genau von My Bonsai & Koi verabschiede ich mich jetzt und hier und heute von euch. Ciao, ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.